Eisenrüstung sind es noch 3. Also kann ich schon mal die 5 Schwerter, die ich brauche, in Auftrag geben. Du mach mir nochmal 6 Geschirr. Und ja, im Dorf läuft alles sehr gut. Wir sind auch fast fertig mit unseren Straßen hier. Das heißt, unsere Träger sind schneller. Ja, die 2 Waffenröcke hier unten fehlen noch. Ja, ich sehe halt bei denen wirklich kein Kriegerzelt, also Kriegszelt, wo sie Soldaten produzieren. Das heißt, entweder ist das Spiel so nett, was ein bisschen ungewohnt ist von so alten Spielen, mir jetzt für das erste richtige Gefecht einen Gegner vorzusetzen, der nicht angreift. Ah, die Waffenröcke werden eingelagert, die letzten beiden. Überall gehen Türen auf uns zu. Ja, oh. Unser Pilzsammler ist irgendwie nicht so fleißig wie erwartet. Und auf jeden Fall wieder 9. So, du hast die Warenmenge hergestellt. Das heißt, du... Ja. Ja. Jetzt erstmal Lebenssammler. So, du bist erwachsen. Das heißt, du... Ja, wie? Suchst deine Frau. Gut. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Mach ruhig noch 6 Stück mehr. Du bist erwachsen, das heißt du. So ist deine Frau. Dann fehlst nur noch du. Und ja, wir sind mit der Straße fertig. Yay. So, wir haben Waffenröcke. Wir haben 17 Eisenrüstung und 15 Schwerter. Das heißt, hier brauchen wir noch 3. Das heißt, du Rüstungsschmied. Du bist auch erwachsen jetzt. Das heißt, unser Druide kann sich eine Frau suchen. Da dürfte er schnell fündig werden.
So. Du hast die gewünschte Warenmenge da hergestellt. Das heißt, stell sie auch hierher. Okay, das heißt, wir können anfangen mit den Kindern. Dass wir dann Nahrung brauchen, aber Nahrung ist kein Problem. Das heißt, wir fangen hier oben an. Krieg einen Sohn. Du kriegst einen Sohn. Sohn. Du sammelst wieder Pilze. Solltest eigentlich noch genug in deinem Aufgabenbereich haben. Du machst die Schwerter. Und überall fallen die Kinder vom Himmel. Ja, überall Kinder. So, das heißt, Eisenrüstungen und Schwerter müssen noch eingelagert werden. Ja, und überall schreien die Kinder rum jetzt. Yay. Ein paar fehlt noch hier. Ja. Gut, jetzt haben wir 10 Kinder genau. Was gut ist. Wir brauchen 16 plus 21. Mathe ist immer so furchtbar schwierig. 16 plus 21 ist 37. Also 3 solche Ladungen und dann nochmal 7. Also die 3 Familienhäuser und ein 2 Familienhaus dürften ausreichen. Eisenmine steht schon eine Weile leer. Wir brauchen aber zurzeit auch kaum Eisen. Und ja, tut mir leid, die Mission dauert halt länger. Weil, wie gesagt, wir müssen wirklich eine Armee vorbereiten. Und das Vorbereiten einer Armee dauert halt so seine Zeit. Ja, wenigstens sind schon mal die Waffen und Rüstungen für die jeweiligen Truppen drin. Gold haben wir gerade mal für 5. Das wird sich aber ändern, weil
Wir haben ja jetzt drei Träger, die nur noch Gold und Bier holen müssen eigentlich. Also sollte das jetzt besser klappen. Naja, ich könnte hier ein Vorratszelt hinmachen. Damit das Hauptlager, vom Hauptlager Bier und Gold hierher transportiert werden. Würde ich nämlich einen meiner Bauarbeiter zum Händler machen und ihn immer hin und her fahren lassen im Augenblick. Das wäre eine Idee, das Ganze zu entlasten. Ein Vorratszelt reicht da auch komplett aus. So. Beim Augenblick wird ja wirklich Gold und so und Bier hier unten eingelagert. Habe ich irgendwann nach irgendwas Bedarf gerade? Eigentlich nicht. Gut. Hier oben muss noch gebaut werden. Weil wir die kürzere Wege haben, ist das so einiges einfacher. Weil einer unserer Händler kann 10 Bier bzw. 10 Gold auf einmal bringen. Und ich denke mal, unser Bierbrauer ist dann auch froh, wenn er direkt ins Hauptlager wieder liefern darf. So, die ersten Rekruten sind erwachsen. Ja. Einer wird gleich mit einer Glatze geboren. Noch einer mit einer Glatze. Ja. Da warten wir, bis der letzte erwachsen ist. Und geben die nächste Gruppe in Auftrag. Und ja, das klingt sowas von falsch. Du kriegst einen Sohn. Du kriegst einen Sohn. Du kriegst auch einen Sohn. Kriegst auch einen Sohn. 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 Und Sohn. So, Vorratszelt ist fertig. Du gehst in die Schule. Es kommen Kinder. So. Schwertkämpfer. Wenn ich Schwertkämpfer 2 mache, steigert sein Schaden sich um 10 und seine Defense um 5. Also um 20 und 5 und 10%. Und nochmal um 10 und 5. Okay. Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. So, du wartest in der Schule, damit du zum Träger wirst.
Und ich höre überall Babys kommen. So. Du wirst Händler. Hallo.